Es ist die blanke Wut, die diese Demonstranten bis tief in die Nacht antreibt. Wieder brennt es in Kairo, wieder fliegen Feuerwerkskörper und Tränengaskanonen, wieder gibt es Verletzte. Alle Hoffnungen auf einen Neubeginn nach Mubarak waren womöglich verfrüht. Die Ägypter haben nicht das bekommen, wofür sie im vergangenen Jahr gekämpft haben. Wir fordern unsere Rechte ein, der Militärrat muss weg und Mubarak und seine Gefolgsleute sollen hier auf dem Tahrirplatz ihren Prozess bekommen. Die Krawalle im Stadion von Port Said mit 74 Toten haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Viele Fußballfans vermuten, die Sicherheitskräfte hätten im Chaos bewusst nicht eingegriffen. Groß ist der Frust darüber, dass sich nach der Revolution in Ägypten kaum etwas geändert hat. Wir trauen der neuen Regierung nicht. Ich denke, die betrügen uns doch nur. Der Militärrat soll die Macht besser an eine zivile Verwaltung abtreten. Die neuen Unruhen sind in jeder Hinsicht bitter für Ägypten. Nicht zuletzt für die Tourismusindustrie, die sich gerade wieder etwas erholt hat.